So, mal eine kleine Chromtour, eigentlich Werkstatttour. Da ist die Zahnstangenbinde mit ja, eigens konstruierter Halterung, damit sie passt und hält. Da ist alles übrig gebliebene. Das Ganze kommt dann da unten rein gestellt. Das kann man einfach hochnehmen. Das zeige ich dann später nochmal, wie es richtig funktioniert. Hier mit. Die gehen ein bisschen in den Boden, damit das unten nicht wegrutscht. Oben dasselbe in schwarz, ja nicht, in weiß. Da kommt dann quasi das oben rein, da kommt die Zahnstange rein und hier quer rüber kommt dann noch eine kleine Stange, damit das Ganze noch gehalten wird. Hier sind die Alukorbplatten verklebt oben, damit das Dach gerade bleibt beim Hochdrücken. Da ist zwar noch eine Sperrholzplatte drin, aber die biegt sich trotzdem relativ stark. So, das war's. 3 Tage vor Abfahrt. Wenn aufgeräumt ist, kommt mal eine vernünftige Ansage hier drin und draußen.